Jo und herzlich willkommen bei Part 8 von Startwife. Hilfe, ich kann nicht rauszoomen. Mit mir wieder den Midolphos. Und was ist hier los? Ich weiß es nicht, was standen da gerade? Vielleicht hätte ich mir das durchlesen sollen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ich bin der Bedolfus und wir sind wieder bei Starwife. Das habe ich eben gerade schon gesagt. Und jetzt, worauf ihr alle wahrscheinlich schon gewartet habt, wahrscheinlich nicht, aber im letzten Part, der Support Kubusa, was ich damit gemacht habe für eine Scheiße. Seht euch die Kacke an. Wie viele nukleare Reaktoren hat ihr damit schon reingepatzelt? Auf jeden Fall, das ist der Entschuldigung. Das ist der Support Cruiser. Bam. Ja. Das ist er. Das war's eigentlich. Und auf jeden Fall, er hat hier zwei Hangare, womit der diese lustigen. Ey. Hier sieht man zwar nicht, aber die Plasma Fighter sind halt der aus. Die habe ich auch im letzten Part gezeigt. Die sind eigentlich nichts Besonderes. Dann hat er hier noch ein paar. Was ist das? Hier, ein paar Drohnen-Launcher. Oder Drone-Launcher. Repair-Drone-Launcher. Halt Drohnen, die reparieren und so. Und dann noch hier ein paar Resupply-Flugzeuge werden hier abgeschossen und so weiter und so fort. Und wir werden den direkt mal in unsere Flotten einberufen. Und dann, wenn der Titan-Typ fertig ist, dann werden wir uns auch neue Schiffe, Dingens. Heavy Bomber. Theoretisch könnte hier auch einer rein. Carrier. Den möchte ich mir einmal ansehen. Ich finde es lustig, wie dann hier noch die Flotte im Hintergrund ist. Carrier. So, was kannst du so Schönes? Außer 1 Million Missiles an Bord zu haben? Rocket Launcher. Hä, warum kann er die Rockets da drin haben? Wie ist denn das möglich? Das konnte mein Viech aber nicht. Meiner konnte keine Rockets da drin haben, hä? Egal, und was ist jetzt hier so carryhaft dran? Der carryt doch gar nichts. Ich dachte jetzt, der hat irgendwelche Hangare oder so. Der sieht irgendwie geordneter aus als meiner. Aber ich bin ja auch nicht Mr. Perfect, ich bin Mr. Fast Perfect. Oder so. Könnte man sagen. Leute, jetzt sind da über... Nee, doch nicht. Ich dachte schon... Ich möchte darüber, Mann. Ich freue mich schon, wenn die Titane fertig werden. Wo ist denn Support Cruiser? Support Cruiser. Warum ist denn der? Okay. Viel zu viele Support Cruiser für eine Flotte und so. Völlig übertrieben. Komm, ihr braucht doch nicht so viele, seid ihr gelähmt. 3 sind aber das allerhöchste Maximum. Zack. Zack. Boah, 2 reichen zwar locker, aber ich muss es immer übertreiben. Nach unten. So. So. Noch ein Stückchen. Wunderschön.
Komm, ich nehme noch so einen vorgefertigten aus Spaß. Oder so einen Carrier, was auch immer der kann. Wo ist denn der? Warum hat denn der so ein anderes Zeichen? Okay. Ah, ich sollte noch überall die Schiffe bauen lassen, natürlich. Zack und zack und zack und hier war nichts. Okay. So, die kürzen schon wieder ab hier, die kleinen. Was ist denn hier los? Das ist ja die Freche, eine Frechheit ist es hier. Was macht der bei meinem Planeten? Die 1 Million Konstruktorschiffe. Warten wir mal, bis das hier gebaut wird. Wo fliegt die erste Flotte gerade hin? Ach, die wollen wieder dahin. Die sammeln sich da sogar schon. Die Pull-ups machen wieder hier. Nehmen wieder dem Shogu, den Shogunat. Wie hießen die? Kulrati, genau. Boah, wie kann man die Namen nur so schnell vergessen? Ist ja peinlich. Ich möchte wissen, ob mal irgendwo einer gebaut wird. Ich bin so gespannt auf das auf die ersten. Warte. Ich gucke einmal kurz, wo die gebaut werden, alle. An allen möglichen Stellen werden die gebaut. Zum Beispiel. Warum kann ich nicht nach rechts gehen? Was steht da? Rohvolk 2 oder so. Rohvolk. Wo da? Ja, hier wird der gebaut, oder? Ernsthaft jetzt? Die anderen haben sogar ein Shipyard. Die hier baut ihr dann wenigstens einen, dann baut ihr natürlich nicht. Ihr baut jetzt den. Alter, sind die teuer. Okay, wir haben auch ziemlich viel Money. Und du da baust überhaupt keinen. Wie die das hier machen mit dem, wo die Schiffe gebaut werden, verstehe ich auch nicht ganz. An den ungünstigsten Orten werden die immer gebaut. Das ist eine Frechheit schon fast. Ich will mal gucken, wie schnell das überhaupt geht hier. Mit dem Shipyard soll das ja eigentlich ziemlich schnell gehen. Da bin ich ja mal gespannt. Boah, ich muss gleich mal wieder in den Krieg gehen. Mit den hässlichen Opteris jetzt. Okay, das geht doch nicht so schnell, wie ich gedacht habe. Was mache ich da? Ich wollte hier drauf gehen. Jetzt fragt man sich, wo der Typ war. Das war der hier. Dann entferne ich den mal. Füge dann leicht den anderen noch da ein. Muss ich mir nur... Ich merke mir eh nie im Leben. Okay, die erste Flotte war das. Da wird gleich einer fehlen. Aber im Moment können wir nichts tun als warten. Wie lange brauchen die noch? Noch 230. 230 noch? Ach du Scheiße. Ja. Langsam machen mir die Typen Angst hier. Okay, da sind ziemlich viele Schiffe. Ich glaube, die trauen uns auch nicht ganz.
Sind auf jeden Fall starke Gegner. Das erste Schiff von Law wurde, glaube ich, fertig. Am Arsch der Welt nämlich. Der Rocket Cruiser, das ist noch nicht mal der von denen, die ich gebaut habe. Aber er sieht ganz geil aus. Da geht er ab. Was macht er hier? Oh, der geht gar nicht zur zweiten Flotte. Da bin ich immer gespannt. Wie stark ist eigentlich die vierte Flotte? Ist okay, die ist nicht so, die sieht nicht so stark aus. Überhaupt nicht. Die zweite Flotte ist unsere größte. What the fuck, was macht die Invasion Fleet da? Ja, die Opteris Rampagen hier machen unsere ganzen Verbündeten kaputt. Aber ich greife ja nicht an, solange die Kernflotte noch da ist. Boah, guckt euch an, wie viele das sind. Okay. Der haut ab, das ist gut. Die Kulrati sind gleich ausgelöscht. Die haben noch zwei Planeten. Ne, die haben noch einen Planeten. Das ist natürlich sehr schlecht für die. Ich halte mich da mal raus. Oh, haben sie nur noch ihren. Ist es überhaupt ihr Heimatplanet? Nee. Die haben 0,1 Bevölkerung auf dem Planeten. Die sind tot, könnte man. Man könnte sie erfolgreich als tot bezeichnen. Womit handeln die mit uns noch? Die haben nichts mehr. Ihr habt nichts mehr. Zwei Konstruktionsschiffe sind noch unterwegs. Ach, hier kommen die nächsten, okay. Und oh, die Opteris sind eine Riesengefahr. Die kommen uns hier gefährlich nah. Also nicht mehr viel Zeit, bis wir denen im Weg stehen. Der Rocket Cruiser braucht natürlich noch 5 Jahre, bis der auch noch in die Nähe gekommen ist da hinten. Mit seinen Ultra-Engines. Das war ein Fehler, den zu bauen, oder? Der wird nie ankommen. Okay. Das hier ist aber. Wo will der denn? Ach ja, das ist von der zweiten Flotte. Das ist schon korrekt, wie ich das gemacht habe. Oder wie der das gerade macht. Ich könnte mal wieder ein paar Handelsschiffe, Frachter bauen, besser gesagt. Gehört das mal im Imperium? Ja, gehört's. Hier baue ich mal ein paar Frachter. So. Steuern kann ich auch mal wieder ein bisschen senken. Im Moment läuft es ja ganz gut. Und die Opteris sind jetzt wirklich langsam auf dem Gefährlichkeitsgrad. Guck mal, wie viel die haben. Die sind jetzt mit Abstand die größte Macht im Universum. Und die Kulrati sind so gut wie ausgelöscht. Die geben denen wirklich keinen Gnadenstoß. Die lassen die jetzt am Leben, oder was? Ich würde da jetzt einfach mal reinfliegen. Was haben die denn da unten? Au! Die sind schon ausgelöscht. Oder was? Die haben. Das ist das Letzte, was die haben. Zwei Truppen auf dem Boden.
Und das zählt als eroberter Planet. Das ist der Re das ist alles, was die haben. Das ist alles, was die haben. Okay, sie haben verloren. Die sind aus dem Spiel. Die letzte Hoffnung der Kulrati sind zwei Bodentruppen. Boah, was machen die denn da? Wo wollen die hin? Boah, das sind so viele. Was ist das? Die Doom Fleet. Oh. Okay, sie sind noch nicht. Hey, was machen die denn da? Wir sind nicht in dem Raum, die sind. Ach so, weil wir da durchfliegen. Ganz ruhig. Okay. Ich weiß zwar nicht, was sie da machen mit ihrer. Ach, die wollen natürlich nach da oben. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber das wird mir langsam zu brenzlig hier. Oh, shit, Gonzales. Ja, damit habe ich gerechnet. Okay, wir sind offiziell im Krieg mit den Opteris. Was machen diese Spastis da? Verpisst euch aus meinem System. Was ist denn das für eine Flotte da? Vierte Flotte. Die vierte Flotte sollte nicht so weit weg. Wollt ihr hin, ihr Idioten? Kommt gefälligst zurück. Okay, der Krieg ist wieder eingeleitet. Das gefällt mir irgendwie gerade gar nicht. Aber ich sage immer, Angriff ist die beste Verteidigung. Nachdem ich mich um den Planeten gesorgt habe. Das hier sind alles Supporter. Oh shit, da oben wird gleich so die Party abgehen. Welche Flotte ist denn das da? Die vierte, okay. Wo sind da feindliche Truppen? Was? Seriously, einer? Vernichtet ihn! Pam, pam, pam. Wo immer der da hinschießt. Du sollst nicht auf deine eigenen Leute schießen. Alter, wir kämpfen mit unseren veralteten Schiffen da. Theoretisch sollte das langsam mal fertig werden hier. 66 Runden. Ich muss dringend, dringend, dringend meine Flotten aufrüsten. Au, oh, Scheiße. Das ist ein Gemetzel hier, glaube ich. Was ist hier los? Warum habe ich schon wieder keinen scheiß Sound? Verdammte Axt. Ich weiß nicht, ob das gut ausgeht. Ich weiß nicht, ob das gut ausgeht. Hey, wo ist denn die erste Flotte? Ich check schon gar nicht mehr, wo welche Flotten sind. Die erste Flotte ist da, wir werden. Achso, das ist der eine, ne? Panik.
Initial, okay, er ist tot. What the fuck ist hier los? Born Spaceport. Spaceport. Ich möchte einen Spaceport bauen. Hä? Kann ich keinen. Achso, ich muss. Idiot. Der kommt noch ganz oben. Huch. Oh Gott. Wir können sie abhalten. Ich glaube, wir können es schaffen. Okay. Ich baue mal ein paar Space Marines hier. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sie da landen wollen mit ihren. Heilige Scheiße, sie kommen rein. Haltet sie auf, haltet sie auf. Huch. Sie schießen sie ab. Warum habe ich gerade nur 7 Frames? Werden sie abgeschossen? Ich muss das Spiel einmal neu. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Die haben da so einen Typen auf meinem Ding abgesetzt. Der konnte ja mal gar nichts. Haltet sie auf, Leute. Ihr müsst sie aufhalten. Es sind einfach zu viele. Ich weiß nicht, ob das gut ausgehen wird. Ich habe keinen Plan, ob das gut ausgehen wird. Warum ist es denn so laggy gerade? Aber wenn ich das Spiel da weiter spielen lasse... Guck mal. Nicht pausiert, pausiert. Flüssig. Was ist hier los? Auf jeden Fall haben wir gleich den Titan. Boah, Alter. 6 Runden noch. Doof, dass es gerade so leckt. Weil da gerade so viel abgeht. Oh Gott. Ich muss pausieren, wenn ich irgendwas machen will. Das ist natürlich doof, dass sie da so rampagen, ne? So. Ich wähle jetzt mal die Ziele aus. Und dann sind zurzeit keine Leute auf dem Planeten. Okay, sehen wir dem Leck zu. Okay, das ist jetzt wirklich nicht normal. Hilfe, ich habe 3 Frames, wenn ich das Spiel laufen lasse. Hm? Was ist denn da los? Auch wenn ich Frames aus habe, funktioniert das nicht. Alter Schwede.
Oh, aber ich habe den Titan. Das heißt, ich kann erstmal das Spiel pausieren, wenn das mal annehmen würde. Titan Engine, Titanic Warp Engine, Dreadnought. Und jetzt, ihr Bitches. Erhöht die Steuern. Für den Krieg. Und dann. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott! Was ist das? Wo? Oh mein Gott! Ich habe noch nie so ein riesiges. So ein. Boah. Das ist echt. Da kann man, glaube ich, einiges reinpacken. Außer die Massive Cannon. Okay, die kann man schon reinpacken. Überall eigentlich. Komm schon. Okay. Ich setze mich mal an das Bauen von so einem Teil hier. Und dann sehen wir uns, wenn ich fertig bin. Gleich. Und hier ist es. Das unglaubliche, riesige Monster-Ultraschiff. Poseidon. Bäm. Man sieht schon, ich habe auf jeden Fall habe ich ein paar nukleare Reaktoren. Und überhaupt, alles ist hier ganz klein. Ja, ich habe ein paar. Warte, ich gucke mir erstmal die Winkel an. Boah, also das kann so ziemlich in alle Richtungen angreifen. Und ich habe es einfach mal Poseidon genannt, weil Poseidon war ja in der griechischen Mythologie der Gott der Meere und da irgendwie das Meer irgendwie der himmlische Gegensatz zum Meer ist, der Weltraum, das himmlische Gegensatz zum Meer, Raumschiffe und so Schiffe. Wisst ihr schon, ne? Warum ist da ein Haar? Okay. Deswegen habe ich ihn einfach mal Poseidon genannt, den Gott der Meere. War doch Poseidon, ne? Nicht, dass mich jetzt so ver... Ne, war das, okay. Jetzt so voll blamiert. Nein. Okay, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall auch ein paar Drohnen-Launch habe ich natürlich hier. Hangare für Fighter. Und für Hunter. Nicht Hunter. Wader, genau. Ne, nicht genau. Und Resupply Shuttles haben wir nicht. Oder? Hä? Naja. Wie auch immer. Hat mich eine Zeit lang. Hat auch eine Zeit lang gedauert, das hier zu machen. Aber passt schon. Ups, was habe ich jetzt getan? Wir können das eigentlich auch mal direkt in unsere Flotten hier irgendwie einarbeiten. Oder. Oh, ich habe pausiert, okay. Ich fange, glaube ich, mal an der Erde an, die ersten davon zu bauen. Ach, werden schon. Hm. Ich dachte gerade, hier wäre eine Anomalie auf dem Mars. Das wäre jetzt bitter gewesen. Okay. Radius 1. Oh oh. Oh oh. Sie wollen mir den Planeten klauen. Das ist doof. Und ich muss noch einmal was überprüfen. Okay, es kann, glaube ich, weitergehen. Mir gefällt nicht, in was wir hier reingeraten sind. Man sieht schon. Sie überrennen uns hier gerade ein bisschen. Welche Flotte ist denn das da? Die zweite Flotte. Die erste Flotte ist immer noch auf dem Weg nach hier. Scheiße. Ranus. Können wir Ranus 1 noch retten? Ich mach schon mal weiter. Oh, okay. Sollte mein Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Wir sehen schon, der fette Kampf geht hier weiter. Wo bleibt die erste Flotte? Ach du Scheiße, da kommen ein paar viele. Scheiße. Verdammt, ich glaube, die werden es schaffen, den Planeten einzunehmen. Die werden zwar bombardieren. Oh. Die bombardieren uns. Die bombardieren uns. Oder?
Bombardiert die uns? Was soll denn das? Scheiße, die werden den Planeten kriegen. Ja. Ich glaube, wir können uns zurückziehen. Bevor noch die Flotte 2... Alter, wir haben nicht mehr viele Schiffe in Flotte 2. Die dritte Flotte sollte sich auch ein bisschen weiter in unsere Reihen zurückziehen. Oh, Entschuldigung. Das war... nicht so geplant. Okay. Scheiße. Jetzt haben wir den ersten Planeten. Wo sind wir hier nur reingeraten? Meine Herren. Ja, sie haben ihn gecaptured. Dann müssen wir jetzt alles daran setzen, dass wir... Oh, die Federflotte kann auch noch hier. Wir müssen alles daran setzen, dass wir die... Dass wir das, den Planeten wenigstens... Oh, ich sollte mal mich da... Oh! Fast erstickt hier an meiner eigenen Spucke. Das gibt's doch nicht. Ja, wir können schon mal... Haben die einen Shipyard? Die haben nicht mal einen Shipyard. Buildings... ach hier, das sind andere Ships. Station, Shipyard. Bauen wir mal noch da oben. Und kommen die auch mal da? Was machen die denn da? Komm schon, flüchtet. Oh, okay, der ist ein bisschen zu beschädigt, um vernünftig zu flüchten. Ach du Scheiße, die verfolgen uns alle. Alter, sind das viele. Alter, die zweite Flotte geht gerade richtig unter. Ob es so ein Fehler war, mich mit denen anzulegen. Naja, wir packen das schon, keine Sorge. Bin hier immer noch optimistisch. Jetzt baue ich erstmal die hier, haben Shipyard. Denen könnte ich auch mal ein Shipyard verpassen, theoretisch. Oh, die sind noch nicht so weit. Befürchte ich. Die hier allerdings haben Shipyard und die bauen auch schon die ersten Poseidons. Sehr schön. Muss gleich die Aufnahme auch mal wieder beenden. Ich habe so lange an den Dingern gebaut. Hat ein bisschen Zeit gekostet. Aber es hat sich, glaube ich, gelohnt, hoffe ich. Hier können wir, glaube ich, die haben noch nicht mal ein Dingens, ein Spaceport. Okay. Hier oben haben die auch noch ein Shipyard. Wenn ich krieg sein, die hier sollten wir einen kriegen. Station, Shipyard. Und ihr hier habt schon Shipyard, aber könnt auch mal ein paar Poseidons bauen. Okay, drei sind vielleicht zu viele. Boah, und die werden auch voll frisch gemacht von denen. Von den Pull-Ups haben die auch was geklaut. Und jemand wollte unser... Oh nein, sie sind angekommen. Verteidigt euch. Die fünfte Flotte sollte weg. Obwohl, nein, die sollte auf dem Planeten landen. Bevor die es tun. Das sind ja nur Scouts, wollen mich verarschen. Ist das alles, was ihr drauf habt? Ups. Was wollt ihr von mir? Jetzt kommen die auch nur nach hier unten. Ernsthaft? Okay, so weit unten ist es nicht. Darum kümmert sich mal die vierte Flotte.
Oh nein, das ist ein Panzer. Oh oh. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Huch. Und wo waren die jetzt? War das mein Planet? Das ist aber doof. Halt, stopp, mal pausieren und dann meine Truppen hier landen. Oh, das sind einige. Kämpf bis zum letzten Mann. Ja, wir schlagen sie sogar ein bisschen zurück, oder? Die ziehen uns ja gar nichts ab. Komm, haut sie weg. Der eine ist weg. Unsere Flotten brauchen 2 Jahre, bis sie hier sind. Ich muss mal wieder ein paar Flotten nachbauen. Und dann, wenn wir ein paar Poseidons gebaut haben. Oh, darauf freue ich mich schon, wenn die ersten Poseidons hier ankommen. Okay, aber ein bisschen auf die Finanzen achten. Oh, wie jetzt aus, sind zweimal auf. Ich trainiere auch, glaube ich, mal ein paar. Obwohl. Egal, wird schon passen. Jetzt kämpfen wir auch mal ein bisschen mit unfairen Mitteln, glaube ich. 2 Agenten. Okay, aber erstmal beende ich, glaube ich, den Part hier. Obwohl, so lange nehme ich noch gar nicht auf. Aber ich habe... Ach, egal. Okay. Und die hier haben auch noch... Hier unten wollen jetzt auch noch den Planeten klauen. Diese kleinen Arschlöcher. Dann sehen wir uns, glaube ich, beim nächsten Mal, wenn wir uns an den rächen. An den netten, netten Opteris. Bis dahin, habt Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.